Thing wobbin', 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 wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Ein iPlay, eine PS4. Euer iPlay PS4 wieder hier. Ja Leute, heute geht es um ein wichtiges Thema. Und zwar werde ich nicht mehr so aktiv mit GTA anfangen, Videos zu machen, sondern halt nur noch so von COD. Ihr könnt mir halt nachjoinen. Mit einem anderen Account bin ich ziemlich aktiv, also da macht das auch mehr Spaß, irgendwie zu zocken, ja. Also ich zocke in letzter Zeit nur noch WW2, also wer das Spiel hat, kann mir gerne eine Freundschaftsanfrage darüber schicken. Wer mich in der Liste hat, der kann mir natürlich nachjoinen, ja, aber ich werde nicht mehr so aktiv GTA streamen bzw. Videos raushauen. Wenn Glitches kommen von GTA, werde ich die natürlich hochladen. Ja, zum Beispiel Money Glitches oder andere Glitches, ja, werde ich natürlich hochladen, aber nicht mehr so aktiv von GTA irgendwie präsentieren. Und ich zocke in letzter Zeit nur noch WW2 oder Fortnite, ja, weil ich finde, nach meiner Meinung nach ist GTA richtig langweilig geworden. Und ja, das sollte eigentlich einfach nur eine kleine Info für euch sein. Ich bedanke mich natürlich erstmal recht herzlich für die 2K, die ihr mir gegeben habt. Also wirklich Respekt an euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt dann auch natürlich die Möglichkeit, was zu gewinnen. Ich werde noch ein 2K-Spezial machen. Ein Tuning-Treffen werde ich dann natürlich auch noch machen. Und ja, das war jetzt nur so eine kleine Info, damit ihr halt Bescheid wisst, was mit mir los ist, warum keine GTA-Videos mehr kommen. Und wie gesagt, wer mir eine Freundschaftsanfrage schicken möchte über meinen Hauptaccount, der kann das natürlich gerne machen. Ja, ich bin natürlich nicht komplett weg. Also Videos kommen auf jeden Fall, aber nicht mehr so von GTA. Und ja, Leute, ich bin jetzt an der Stelle erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder nicht, gebt mir ein Like oder ein Dislike. Das ist euch überlassen, aber natürlich würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung sehr freuen. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, noch einen schönen Abend und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Right, motherfucker, yeah.